So, moin moin, heute gibt es ein etwas anderes Video. Wenn ich meine Kommentare lese und besonders wenn ich die Kommentare von Mr. Trashpack lese, also die Kommentare, die unter den Videos geschrieben werden, dann kann man den Eindruck bekommen, dass zumindest ein Teil der Community ein hegemonisches News-System haben möchte. Also, dass am besten nur ein einziger YouTuber YouTube-News bringen darf. Und was auch in der YouTube-News-Community ziemlich einzigartig ist. Wenn ein News-YouTuber schneller ist als der andere, dann wird meist derjenige, der langsam ist, gehatet. Oder zumindest bekommt er böse Kommentare deswegen oder wird darauf hingewiesen, dass ein anderer schneller war. Damit ihr euch davon auch einen Überblick verschaffen könnt, habe ich hier mal ein paar Kommentare zusammengetragen, die ich unter den letzten Videos von Mr. Trashpack gefunden habe. Herr Newstime war wohl schneller. Leute, schaut lieber Herr Newstime, aktueller, täglich und vor allem sachlich. Nichts gegen dich, aber Herr Newstime bringt schneller die News. Du manchmal erst 2 oder 3 Tage später. Herr Newstime ist schneller. Ist dir das nicht selber peinlich. Alle diese News kamen letzte Woche bei Herrn Newstime. Wie immer war Herr Newstime schneller. Ich möchte jetzt in diesem Video argumentieren und ich hoffe auch begründen, warum solche Kommentare nicht gut sind, auch wenn sie vielleicht zumindest mir gegenüber gut gemeint sind. Es wäre, meine ich, ziemlich fatal, wenn es nur einen einzigen YouTuber gäbe, der YouTube-News bringt, weil die Informationshoheit damit nur bei einer einzigen Person liegen würde. Je mehr Quellen es jedoch gibt, bei denen sich die Zuschauer informieren können, umso besser für die Zuschauer. Sicherlich häufig behandeln Mr. Trashpack und ich ähnliche, vielleicht sogar auch gleiche Themen. Es gab jedoch in der Vergangenheit auch immer wieder Themen, über die nur Mr. Trashpack gesprochen hatte und ich nicht, und es gab aber auch Themen, über die ich gesprochen habe und Mr. Trashpack nicht. Ohne das jetzt zu werten, Mr. Trashpack und ich haben in unterschiedlichen Themengebieten auch unterschiedliche Kriterien, wann etwas in eine News kommt und wann nicht. Ich werde selbstverständlich sagen, dass meine Relevanzkriterien die besten von allen sind, so wie Mr. Trashpack wohl auch sagen wird, dass seine Relevanzkriterien die besten von allen sind. Und was natürlich auch passieren kann, ist, dass ich einen Fehler in einer News begehe, vielleicht falsche Fakten nenne oder so oder einfach mal daneben liege und Mr. Trashpack behandelt dann das gleiche Thema und bringt die Faktenlage richtig rüber. Also Trashpack und ich sind jetzt nicht die Tagesthemen, wir können auch mal daneben liegen. Und besonders in solchen Fällen ist es, meine ich, ziemlich wichtig, dass sich die Leute, die Zuschauer auch bei unterschiedlichen YouTubern informieren können. Also es wäre ziemlich schlecht, wenn es nur eine einzige Tageszeitung gäbe und ich meine, es wäre auch ziemlich schlecht, wenn es nur einen einzigen YouTuber gäbe, der über YouTube-News berichtet oder der YouTube-News vorträgt. Mr. Trashpack hat heute auf Twitter geschrieben, der Begriff Herr Newstime gehört jetzt übrigens zu meinen blockierten Worten. No front. Aber die Vergleiche gehen mir derbe auf die Eier. Ist einfacher als die ganze Zeit User zu blockieren. Das eine schließt das andere nicht aus. Wer mich nicht mag, soll mich nicht gucken. Als ich das gelesen hatte, habe ich mir nochmal die Kommentare angeschaut, die Mr. Trashpack bekommen hatte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dafür sogar Verständnis. Wenn man über die Kommentare schaut, dann hat man das Gefühl, dass ein großer Teil der Kommentare darauf abzielen, dass Mr. Trashpack langsamer ist als Herr Newstime. Das wäre fast genauso, als wenn man sich beim, sagen wir mal, bei dem Fokus darüber aufregen würde, oder was ist aufregend, da einfach kommentieren würde, ihr seid langsamer als Spiegel Online. Es ist doch eigentlich egal, wer der Erste mit einer News ist. Irgendwer wird immer der Erste sein. Viel entscheidender ist doch die Tatsache, dass Mr. Trashpack und ich sehr unterschiedlich sind. Unterschiedlich in unserem Wesen, unterschiedlich in unserer Herangehensweise, eine News vorzutragen und auch teilweise unterschiedlich in der Themenauswahl sind. Es ist ja nicht nur die Geschwindigkeit, die eine News ausmacht, es ist ja auch vielmehr der Inhalt dieser News. Und ich befürchte, dass so Kommentare mit YouTuber XY war schneller insgesamt dazu führen werden, dass es eine Art negative Stimmung auf dieser Plattform oder zumindest innerhalb dieser News-Community geben wird. In so gut wie keiner anderen Szene auf YouTube hat man das Gefühl, dass es nur einen geben darf. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber bei der YouTube-News-Community kann man das Gefühl haben, dass zumindest ein Teil der Community es so möchte, dass es nur einen YouTuber gibt, der YouTube-News bringt. Es ist gut, dass es mehrere Zeitungen gibt, es ist gut, dass es mehrere Fernsehsender gibt und es sollte auch gut sein, dass es mehrere News-YouTuber gibt. Und ich möchte in diesem Video dazu aufrufen, alles ein bisschen entspannter zu sehen. Und ich bin mal auf eure Kommentare gespannt und bedanke mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig dieses Video und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Herr Newstime.